Alter, 10 FPS, das wird jetzt gleich grausam. Na? Das scheint aber vom Spiel zu kommen. Und ich meine, bei den ganzen Sonnennebel und hast du nicht gesehen, kann ich mir das schon fast vorstellen. Es waren gerade eben noch fast 20. Glaube ich. Oh, ja, ruckelt schon um einiges. Und heute wird das richtig widerlich. Warum? Der Sektor, in den wir fliegen werden heute. Definitiv heute. Okay. Weil Story. Oh, du willst tatsächlich Story weitermachen, während ich dabei bin. Ja, ich will weitermachen. Und in dem Sektor stehen Schiffe. Nicht gerade wenige. In dem Sektor sind Asteroiden. Nicht gerade weniger. Der Sektor ist generell als Lex-Sektor bekannt. Ein bisschen. Da wird in der Komplettlösung gewarnt, Vorsicht könnte stark lecken. Und dann musst du aber gegen diese Schiffe, die da sind, diese vielen, auch noch selber antreten. Also sagen wir so, du musst sie nicht abschießen, aber du musst sie dir vom Hals halten. Und das sind sowohl große als auch kleine. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ein 20-Sekunden-Daily. Wir haben eh schon ein bisschen schlecht heute an FPS. Haben einen Sektor, wo sogar die Komplettlösung warnt. Vorsicht könnte lecken. Und viertens, bei diesem Leck könnten wir eventuell ein paar Schiffe begegnen, die wir bekämpfen sollten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu X-Rebirth. Genau. Genau so machen wir das. Ich glaube, das wird jetzt ein Standardeinstand. Wir erzählen irgendeinen Scheiß und begrüßen dann. Ja, vor allem, das ist nicht geplant. Das kommt irgendwie so, ja. Das ergibt sich hier gerade immer so aus dem Quatschen raus. Genau. Ich habe übrigens meinen Kaffee diesmal mit Zucker. Aber, hab trotzdem einen Frosch im Hals. Ja. Liegt daran, dass die Gummibärchen so heißen, aber egal. Ja, wie man hier mal kurz die Besitztümer mal sieht, Ich habe seit der letzten Folge ein bisschen was getan. Ich wünschte, das könnte ich von meinen Arbeitskollegen auch mal behaupten. Ja. Schön, Gruß an dieser Stelle. Siehst du die Liste inzwischen? Doc? Jetzt sehe ich hier eigene Besitztümer. Wie gesagt, wir haben ein 20-Sekunden-Delay, das heißt, es ist noch schlimmer wie das letzte Mal. Siehst gerade diese schöne Liste? Ja, und ich habe natürlich absolut die Ahnung, was das alles ist. Also die Albion Skunk, das ist unser Schiff. Ach so, das ist daran, dass wir da alle Details-Button haben. Ach ja, klar, man sollte vielleicht mal die Überschrift lesen, dass Schiffe vielleicht Schiffe sein könnten. Ja, macht Sinn. Unten ist ein Punkt Station, da steht keine da, weil wir noch keine haben, aber wir sind ja dabei, eine zu bauen. Genau. So, wir haben den schweren Suhl, den wir letztes Mal von der PMC erobert. Wir haben unsere alte Taranis. Wir haben die eroberte Taranis von der PMC, wo ich gesagt habe, die behalten wir. Und das Konstruktionsschiff hatten wir ja auch schon eine ganze Weile. Genauso wie die Rahanas, die haben wir ja von Anfang an gehabt. Und ich habe inzwischen, weil die PMC immer wieder dort spawnt, ein bisschen Schiffe gefarmt. Noch drei weitere Taranis eingefangen. Noch einen zusätzlichen schweren Suhl. Alle sind bemannt. Voll bemannt, glaube ich. Womit sich jetzt eine Frage, die aus unserer ersten Aufnahmesession ergeben hat, jetzt quasi mehr oder weniger beantwortet hat sogar. Nämlich? Da habe ich gefragt, spawnen da Schiffe oder kommen die von irgendwo weit her und fliegen dahin? In bestimmten Fällen spawnen die. Aber das ist wahrscheinlich storybedingt, dass die dort spawnen. Weil ich weiß, bei mir im Spielstand, in meinem privaten, sind diese Schiffe dort nicht mehr. Ja? Mhm. Da tauchen auch keine weiteren mehr auf. Die Sache ist aber die, bei mir habe ich diesen Kampf, der uns heute ins Haus steht, auch schon hinter mir. Verstehe. Also, da habe ich aber noch nicht gewusst, dass die da immer wieder spawnen und habe es beim Durchfliegen auch nicht gemerkt. Ja, des Weiteren habe ich, glaube ich, noch einen schweren Suhl und noch eine weitere Taranis oben, die nicht in dieser Liste drin sind, weil ich sie verkauft habe. Geld gemacht. Ich habe uns nochmal eine Nummer dickere Schilde besorgt, nochmal einen besseren Antrieb fürs Schiff und ich habe jetzt ab sofort Schilddrohnen an Bord und keine Häscherdrohnen mehr. Schilddrohnen, absolut geile Erfindung. Was macht was?
Häscherdrohnen waren so selbstangreifende Viecher. Die hast du ausgesendet, die haben für dich gekämpft. Das hast du, glaube ich, haben wir das letzte Mal, glaube ich, gemacht. Ah, okay, ja, genau. Da haben wir uns doch das Kleingemüse vom Hals gehalten damit. Ein bisschen. Und Schilddrohnen bisschen. Wahrscheinlich schützen dich so noch mal, oder? Wenn ich das jetzt mal impliziere. Nicht ganz. Schilddrohnen, wenn du sie aktivierst, füllen dein Schild schneller auf. Ah. Und zwar... Alter, ich mache jetzt gerade dreimal das Falsche. Ich wollte noch mal in die Besitztümerliste. Ich wollte... also wenn du die aktivierst, dann füllen sie den Schild relativ schnell auf. Das heißt, du hältst da ordentlich... Es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Ordentlich Beschuss dann auch noch aus. Aber das Problem ist bei denen... irgendwann, wenn die Schilde voll sind, deaktivieren die sich wieder und Arschkarte. Mehr oder weniger. Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Vermisst mich nicht zu sehr. Nee, hab ich nicht vor, dich zu vermissen. Ich will bloß... Ich brauch genau ein Schiff. Ich hab vergessen, wie laut die Sprachausgabe hier war. Meine Ohren. Autsch. Hast du dein System so laut? Hey, das Coole dran ist, oder das Lustige dran ist, ich habe ja nicht die Sprachausgabe von der Frau gesehen. Ich komme mit Ihnen. Das ist an sich okay. Dann kommt nochmal die Sprachausgabe, also dass eine Frau spricht, aber der Skin vom Mann und jetzt ist der Mann und jetzt spricht ein Mann. Da ist die Terranis. Ich sollte vielleicht nicht zu schnell ranfliegen. Die Terranis sieht mir jetzt nur als Transportschiff, um mich, zum Sprungtor zu bringen. Geht ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt den ganzen Blödsinn fliege. Weil die springt zweimal und ist da. Dies ist die Albions Gang. Wir bitten Erlaubnis. Und da ich dafür gesorgt habe, dass alle Schiffe mal nachgetankt haben, springt die auch recht zügig und ich muss nicht 5 Minuten warten. Also das, bei dem einen Mal hat es mir echt Nerven gekostet, weil ich gehofft habe, hoffentlich kommt das PMC-Schiff nicht nah genug ran, bevor es springen kann. Ne? Okay. Weil sonst wäre es ums Leben stark gebannt, weil ein Verteidigungsoffizier war noch nicht an Bord und die Waffen waren ordentlich einsatzbereit. Verstehe. Da hatte ich ein bisschen Angst um das Schiff. Aber es hat erfolgreich funktioniert. Schiff ist heil weggekommen dort. Aber bei einer Eroberung musste ich ein Schiff nachtanken schicken, vorzeitig, nur damit ich dieses Schiff erobern kann. Ja, da war ich ja dabei. Und ja, nicht nur da, auch in der Zeit, wo du nicht dabei warst. Sondern in der, wo ich das Zeug hier erarbeitet habe. Da hatte ich auch wieder das Phänomen. Schick bloß nachtanken, damit sich das andere Schiff abballert. Naja. Das Geilste ist, wie ich den schweren Suhl erobert habe, den zweiten. Reingeflogen, innen drin deponiert und von dort die Entermannschaft abgesetzt. Und ich habe bei zwei meinen Schiffen diesen scheiß Drohnenhangar abgeschossen. Das heißt, Drohnen abgeschossen und dann war Ruhe mit Drohnen. Und das hast du nicht für die Zuschauer mit aufgenommen? Boah. Nein, ich habe auch erstmal ewig gesucht, bevor ich den Drohnenhangar gefunden habe. Jetzt weiß ich bei den beiden Schiffen, wo er ist. Ah, okay. Das Problem ist nur, der wird anscheinend vom Techniker nicht repariert. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Eine eher schlechte. Nur, was mir jetzt gerade widerfahren ist, ist gerade echt scheiße. Ohne zu klopfen, Tür aufreißen, nicht vorwarnen. Verstehe. Und du weißt schon. Jetzt habe ich hier ein Eis neben mir liegen. Wenigstens eine gute Nachricht. Ja. Aber, ja. Ich will hier aufnehmen. Wie soll ich jetzt ein Eis essen? Tja, dann wird das... Dann wollen wir hoffen, dass das Gefecht nicht zu hitzig wird. Ja, jetzt sind wir noch nicht im Gefecht. So, da vorne wieder mal ein Wächterzerstörer, wie man sieht. Noch nicht, aber bald. Ja, genau. Wenn du siehst, dass ich abgedockt habe, da vorne ist irgendwo so ein roter Punkt. Ja, den ich auch markiert habe, aber ich fliege schon mal auf Sprungtor zu. I see it. So, die Terranis lasse ich mir folgen. Also wenn ich eine verliere, scheiß drauf. Ich habe genug Kohle gemacht. Den Verlust kann ich verschmerzen. Das heißt, wenn das eine Schiff dort immer permanent spawnt, dann könntest du ja eigentlich echt eine richtig lustige Flotte aufbauen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe.
Und dann einfach mal irgendwo hinfliegen und das Ding platt machen, was auch immer du da platt machen willst. Ja, das ging ja. Danke, beim zweiten Anlauf hat das gerade funktioniert. Das eine Menü hat mich gerade etwas irritiert. Du wirst gleich hoffentlich sehen, was ich meine mit es hat mich irritiert. So, das ist das leere Menü, oder? Was? Das leere Menü gerade. Hm? Wo alle Buttons da sind, nur die ganze Beschriftung und Zeichen und so fehlen. Ach, überbewertet. Ja, ich hätte jetzt auch raten können und hätte richtig... Okay, die fehlenden FPS haben sich gerade bemerkbar gemacht. Ich bin durch den Highway hindurchgeflogen. Einfach hindurch, als wäre er nicht existent. Normalerweise hätte ich reinfliegen können. Drin sein. So, gehen wir mal Vollgas. Ah, jetzt sehe ich das. Boah. Aber so während des Spiels, weil meiner einer ist zumindest jetzt hier im zweiten Sektor mit dir quasi anwesend. Ich sehe das jetzt zum zweiten Mal. So die Sektoren oder diese Station, die entwickelt sich in Anführungszeichen nicht weiter. Die bleiben so, wie sie sind. Ich zumindest nicht die NPC-Station. An denen wird sich nie was ändern. Also beziehungsweise ich weiß ja nicht, inwieweit sie das programmiertechnisch veranlasst haben, dass sich die Welt dynamisch ändert. Früher zu X3 und vorherigen Zeiten gab es das sogenannte God-Skript. Das hat einfach Stationen, die nicht oft angelaufen wurden und so weiter, irgendwann einfach mal abgerissen und dafür irgendwo anders im Universum eine neue aufgestellt. Ist eine coole Geschichte, aber weißt, wenn dann auf einmal eine Station, die du vielleicht die sowieso nur so wenig gibt, ne? Und einfach aufgrund ihrer Positionierung nicht so oft angelaufen werden, einfach mal verschwinden und du deswegen irgendeine Ware nicht mehr bekommst. Wohlgemerkt, das sind dann halt auch von Hause aus schon mal seltene Waren, die du auch nicht zwingend brauchst, ne? Aber es ist halt trotzdem scheiße, wenn du sie aufgrund dieses God-Skriptes gar nicht mehr bekommst. Ne? Ist ja wie im echten Leben. Wenn ich in meinem Tante-Emma-Laden oder wenn alle anderen Bewohner nicht mehr in den Tante-Emma-Laden hier bei mir um die Ecke gehen, macht er ja auch irgendwann mal pleite. Und sagt so, ich mach jetzt zu. Ja, in dem Fall ist es ja nicht, dass es pleite gehen in dem Sinne, ne? Sondern einfach nur, dass die Produktion stillsteht, weil keine Waren da sind. Um damit produzieren zu können. Das ist meistens das Problem. Hm. So. Fliegen, Turbo rein. Den Bereich, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der schaut eigentlich auch geil aus. Ja, das ist aber, diese beiden Sprungtore verbinden ja zwei Sektoren mit. Moment. Zwei Systeme miteinander. Systeme sind in Sektoren aufgebaut und die Sektoren haben Zonen. Mhm. Ne? Mit dem Sprungtor wechselst du also zwischen Systemen, mit den blauen Highways zwischen Sektoren und mit den gelben Highways, aus denen du jederzeit, in die du jederzeit rein und jederzeit raus kannst, mit denen wechselst du zwischen den Zonen. Genau. Und deswegen, wir sind hier immer noch im System Albion, aber halt in einer anderen Zone davon. Und gleichzeitig in einem anderen Sektor und wir fliegen jetzt im nächsten Sektor weiter. Ich finde sowieso bis jetzt, was ich gesehen habe, den geilsten Sektor. Tja. In Albion. Ja, es wird noch zwei kommen, das weiß ich. Das siehst du ja auf der Karte. Die aber vor allem in vergessen habe zu öffnen. Shit. Egal. Ich muss navigieren, nicht du. Eben, denke ich mir auch gerade. Und ich habe die Karte im Spiel. Gott sei Dank, wenn ich mir überlege, navigieren. Mir reicht es ja schon drei Bäume im Wald und ich verlaufe mich oder so ähnlich. Ja, du siehst im Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Genau, das ist voll schlimm. Immer sind die ganzen Bäume im Weg. Nee. von dem her. Erreiche. Alter, jetzt ist dieses Eis gerade sehr unpraktisch, weil wir sind fast da. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Achso, da ist also das Eis, ja. Ich sagte doch, ich habe ein Eis neben mir liegen. Ja. Bloß bevor mir das hier wegschmilzt, esse ich das jetzt auch. Ja, man muss dazu sagen, heute, wo wir es aufnehmen, ich habe heute Mittag rum
Für meinen Beruf quasi will ich mich ja spezialisieren. Habe ich 2 Prüfungen hinter mir und ja, ich bin doch verpeilter wie sonst. Ja, es gibt eine Steigerung davon. dass es davon eine Steigerung gibt. Ich glaube, also zumindest für mich ist das jetzt nichts Neues. Weil manchmal sieht er wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wo ich sage, alter Doc, das hättest du sehen müssen. Ja, ich muss dass halt, das so nicht geht. Ja, ich muss halt erst dagegen rennen. Dann läuft das. Apropos. Ja? Ja? Ja, du. Ja, du. Naja, was hatte ich heute im THW? Da war ich nämlich heute ein bisschen Freiwilligendienst schieben. In einem anderen Ortsverband ist es so, da können sie sich die Fahrzeuge wirklich problemlos ausweihen. Und nur weil einer 3-mal das Fahrzeug rückwärts irgendwo gegengesetzt hat, hat das Ding jetzt eine Rückfahrkamera gekriegt. Das nennt sich auch mal verpeilt, oder? Ja. Why not?